Was hat das Johannesbad hier heute mit unserem Stellplatzfilm zu tun? Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, dann schaut euch diesen Film an. Ja, liebe Freunde, wir haben die Autobahn A4 verlassen an der Ausfahrt Siebenlehn und fahren jetzt Richtung Süden zur Universitäts- und Bergstadt Freiberg. Die Strecke läuft über die B101 ca. 20 Kilometer Richtung Süden. Ja, liebe Freunde, hier zu unserer linken Seite sehen wir das Brauhaus von Freiberg. Ich habe hier mal den Platz eingeblendet. Das ist der Stellplatz am Johannesbad in Freiberg. Wir werden jetzt hier gemütlich den Weg weiter folgen. Wenn wir hier die Ortslage Freiberg platzieren, wie wir es jetzt hier in dem Film sehen, finden wir diesen Wohnmobilstellplatz ganz leicht, und zwar die Zufahrt auf der Lessingstraße. Wir geben einfach Freiberg und die Lessingstraße ein und so finden wir unseren Stellplatz. Ein wunderschönes Hallo, liebe Wohnmobilfreunde, heute hier aus der Berg- und Universitätsstadt Freiberg. Wir stehen jetzt hier vor dem Johannesbad. Im Hintergrund sehen wir das Johannesbad. Wir besuchen heute den Wohnmobilstellplatz hier in der Bergstadt Freiberg. Wir werden euch natürlich den Stellplatz erklären, kurz vorstellen und natürlich die Möglichkeiten für Alleinreisende, für Familien. Was habt ihr hier für Möglichkeiten vor? Ja, liebe Wohnmobilfreunde, hier in der Rezeption im Hallenbad melden wir uns an. Wenn wir unseren Stellplatz bezogen haben, könnt ihr euch entscheiden, wie lange ihr bleibt, ob ihr eine Nacht bleibt oder zwei Nächte und mehr. Eine Nacht kostet 10 Euro. Ab der zweiten Nacht kostet die Nacht 7,50 Euro inklusive aller Personen, also pro Reise. Wenn ihr euch hier angemeldet habt, dann bekommt ihr einen Stadtplan kostenlos von der Bergstadt Freiberg. Ihr könnt euch entscheiden, ob ihr Brötchen fürs Wohnmobil haben möchtet. Die könnt ihr dann hier mit bestellen. Oder ihr könnt natürlich auch ein komplettes Frühstücksbuffet hier vorreservieren, vorbestellen für den nächsten Tag. Duschen und Toiletten sind hier im Haus. Die Duschen je zu 2 Euro könnt ihr mit nutzen und die Toiletten sind hier in der Nutzung kostenlos mit enthalten. Zusätzlich zu eurer Anmeldung, wenn ihr euch entscheidet, hier ins Bad zu gehen, in die Sauna oder ins Bad, dann habt ihr die Möglichkeit, euren Eintritt hier ermäßigt zu entrichten. Wir haben jetzt unseren Platz hier bezogen. Ist ziemlich voll, obwohl das wochentags ist. Wir haben heute Dienstag. Der Platz ist voll. Es sind einige Reservierungen drauf. Also wie gesagt, wer jetzt sagt, ich komme hierher, vor allem in der Adventszeit, dann bitte vorher anrufen und reservieren. Man sieht, dass der Platz jetzt hier schon kräftig gefüllt ist und wir nur noch einen Platz hier
an der Seite bekommen haben. Auf dieser Seite sind keine Stromsäulen. Stromsäulen sind nur hier, wenn ihr reinfahrt, auf der linken Seite, wo die ganzen Parzellen für die Wohnmobile sind. Am Stellplatz haben wir hier eine Ver- und Entsorgung. Die Versorgung kostet 1 Euro und das Frischwasser läuft hier an der Sanistation dann für 5 Minuten. Ja, wie ich schon erwähnt habe, haben wir hier natürlich auch die Stromsäulen stehen. Es stehen 3 Stromsäulen mit je 4 Anschlüssen hier auf dem Platz. Insgesamt 12 Anschlüsse. Es haben auch 12 Wohnmobile Platz hier auf dem Stellplatz. Wir haben eine Parzellierung teils. Der Platz ist auch sehr uneben. Also man muss hier mit Keilen was machen und sich hier ausnivellieren, weil der Platz hier eine Schräglage aufweist. Wenn wir mal das sehen hier bei uns, wie wir stehen. Wir haben uns hier ausnivelliert. Es ist hinten schon ganz schön hoch. Hier noch einige Impressionen zum Stellplatz von oben und natürlich vom Stellplatz an sich. Wir haben hier noch einige Impressionen hinzugefügt zu der Berg- und Universitätsstadt Freiberg. Viel Spaß beim Schauen! Ja, liebe Wohnmobilfreunde, das ist der Platz in der Universitätsstadt Freiberg. Die Daten und Fakten habe ich ja zum Platz schon gesagt. Wir können ja noch einmal kurz zusammenfassen. Eine Nacht bezahlen wir hier 10 Euro. Ab der zweiten Nacht bezahlen wir 7,50 Euro die Nacht. Das heißt, wer länger als 2 Tage bleibt, oder sagen wir mal 2 Tage bleibt, bezahlt nur 15 Euro. Strom ist extra mit 50 Cent die Kilowattstunde. Entsorgung, Wasser, Abwasser, also Frischwasser und Abwasserentsorgung und Toilettenentsorgung je 1 Euro. Die Toiletten können kostenlos mit genutzt werden im Bad, natürlich zu den Öffnungszeiten. Und die Duschen können auch mit genutzt werden im Bad, stehen mit 2 Euro zu buchen. Wenn ihr frische Brötchen braucht, sollt ihr das bei der Anmeldung mit anmelden und bestellen. Für den nächsten Tag frische Brötchen. Sollte sich jemand entschließen, ich möchte ein Frühstücksbuffet mithaben, dann bekommt ihr das auch. Müsst ihr auch am vorhergehenden Tag bei der Anmeldung mit sagen, beziehungsweise einen Tag vorher mit anmelden. Wenn ihr euch anmeldet im Bad, dann bekommt ihr einen Stadtplan von Freiberg kostenlos dazu, damit ihr euch zurechtfindet. Ins Zentrum ist es nicht sehr weit, ca. 500 Meter, 400-500 Meter läuft man ca. 10 Minuten durch einen schönen Park durch und dann ist man im Zentrum von Freiberg. Auf dem sogenannten Obermarkt findet der jährliche Weihnachtsmarkt statt. Der traditionelle Weihnachtsmarkt mit der traditionellen Bergparade und ist natürlich auch eine Reise wert. Erzgebirge zählt zum Weltkulturerbe seit diesem Jahres und natürlich in der Vorweihnachtszeit eine Augenweide schon an sich. Wir freuen uns natürlich, wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch der Platz gefallen hat. Wir freuen uns auf den Daumen nach oben. Solltet ihr nichts verpassen wollen,
ganz einfach den Kanal abonnieren, auf die Glocke mit drücken, klicken und dann sehen wir uns in regelmäßigen Abständen wieder. Wir gehen in den nächsten Tagen auf Reisen. Wir machen das wie immer. Wir fahren erstmal bis zur Autobahn und dann entscheiden wir uns nach Wetterlage rechtsrum oder linksrum. Wir werden natürlich berichten, wo wir gelandet sind und freuen uns drauf, euch auf unseren Reisen, auf unserem Kurztrip hier wieder mit dabei zu haben. Und bis dahin, wir sehen uns auf den schönsten Plätzen der Welt, wie immer. Bis dahin, bye bye.